Hallo ihr Lieben, heute geht es um unsere Autobatterie da vorne. Die muss ich nämlich wechseln, weil sie am Arsch ist, weil wir sie tief entladen haben. Zuerst zeige ich euch mal, wie ich sie ausbaue, die neue einbaue, und danach reden wir noch kurz drüber, warum unsere kaputt gegangen ist und wie ihr das vielleicht vermeiden könnt, dass ihr nicht dieselben Fehler macht wie wir. So, hier haben wir die Batterie. Grundsätzlich sollte das ziemlich einfach sein. Einfach Plus- und Minuspol abklemmen. Dann noch diesen Halter hier oben drauf wegmachen und dann kann ich sie einfach rausheben. Hierbei ist jetzt ein guter Tipp, dass wir zuerst den Minus- bzw. Massepol abmachen, weil der ja an die Karosserie läuft. Das heißt, wenn ich jetzt hier anfange, zuerst den Pluspol abzumachen, während ich daran rumschraube, komme ich mit meinem Metallwerkzeug auch an die Karosserie. Dann hätte ich ja sofort einen Kurzschluss. Das kann eben nicht passieren, wenn wir zuerst den Massepunkt abmachen, weil dann ist nichts mehr an der Karosserie von der Batterie verbunden. Und dann müssen wir uns keine Sorgen mehr machen, wenn wir den Pluspol hier abschrauben. Unser Minuspol hier beim Boxer hat so einen Schnellverschluss. Das heißt, den müsste ich einfach nur hier aufmachen. So, und dann können wir das nach oben abziehen. Hier, der Pluspol hat keinen Klemmverschluss, den müssen wir aufschrauben. Hier ist aber nicht genug Platz, um mit der Ratsche reinzugehen. Deshalb muss ich das jetzt halt ein bisschen nervig hier mit dem Schlüssel aufmachen. Die Klemme hier ist jetzt locker geschraubt, aber dieses ganze Ding hier geht noch nicht ab. Erst müssen wir diese beiden Schrauben noch aufmachen, mit dem dieses Verteilerpanel hier an der Batterie anscheinend verschraubt ist. Jetzt lässt sich das Ganze, wenn man hier ein bisschen zieht, nach oben abziehen. So, und ab ist das Ganze von der Batterie. Ich war gerade die neue Batterie holen, hier beim Laden um die Ecke. Da steht sie und jetzt baue ich sie da unten wieder ein. Sollten genau die gleichen Schritte sein wie eben beim Ausbauen, halt umgekehrt. So, Moment of Truth, springt er noch an? Oder wieder? Okay, das hat ein bisschen gedauert, weil er ewig nicht mehr an war und glaube ich nicht mehr viel Sprit drin ist, aber es scheint zu funktionieren. Das Ganze, also aus- und einbauen, ging eigentlich auch ziemlich flott. Ich habe das vorher noch nie gemacht und es hat mich beides nur jeweils ein paar Minuten gekostet und normalerweise noch schneller, wenn man jetzt nicht gerade dabei filmt. Unsere alte Batterie ist ganz einfach kaputt gegangen, weil wir immer nur hier auf dem Hof ein paar Meter umgeparkt haben, während wir am Van gearbeitet haben. Ich meine, sie war wahrscheinlich vorher auch nicht mehr die fitteste. Aber es hat eben noch alles funktioniert. Das hätten wir, ein bisschen dumm, jetzt wissen wir es besser, das hätten wir ganz einfach vermeiden können, indem wir jedes Mal oder halt öfters einfach ein Batterieladegerät an die Batterie klemmen, sodass der Ladestand halt immer wieder aufgeladen wird und voll gehalten wird, sodass die Batterie niemals tiefenentladen wird. Also, wenn ihr das gleiche vorhabt, ladet sie am besten immer wieder auf. So Ladegeräte kosten auch nicht viel. An dieser Stelle wollen wir uns auch noch bei Autobatterien billiger bedanken, die uns mit diesem Batterieladegerät hier unterstützt haben, was wir dann jetzt in Zukunft benutzen werden, um eben zu vermeiden, dass die Batterie kaputt geht. Wir haben uns hier für die stärkste Variante mit 20 Ampere, hier, 20 Ampere entschieden, so ein 8-Stufen-Ladegerät, was dann schonend wie auch immer für die Batterie ist und so weiter. Und wie ihr hier seht, ist das für diese vier Batterietypen, also Gel, AGM, Nass und Calcium. Für die Lithium-Ionen gibt es dann ein extra Ladegerät. Wir müssen dann mal gucken, welches Programm wir hier nehmen, weil ich meine, im Prinzip kann man ja mit jedem Gerät jede Batterie aufladen. Ist dann nur irgendwie ein extra schonendes Programm, weil wir haben das ja über das Trennrelais
vorne die Batterie und hinten die Batterie verbunden. Und vorne ist halt Nassbatterie, Autobatterie. Und hinten haben wir AGM, das heißt, das wird ja so nicht passen. Aber mal gucken. Jedenfalls kann man dann hier, wie man das gewohnt ist, mit diesen Klemmen da an die Batterie anschließen. Hier ist dann der andere Stecker. Und das Ding verlinken wir euch natürlich, wie alles andere auch, noch unten in der Beschreibung. Wir wollten unsere Batterie eigentlich bei Autobatterien billiger wieder kaufen. Bei denen haben wir auch schon unsere Bordbatterien, den Inverter und so weiter gekauft. Es musste jetzt aber leider ein bisschen kurzfristig sein, weil wir das die ganze Zeit vor uns hergeschoben haben und jetzt aber nächste Woche zum TÜV müssen. Dazu erfahrt ihr dann mehr in einem TÜV-Video. Jedenfalls haben wir die jetzt schnell beim Laden bei uns in der Ecke gekauft. Da haben wir sie schnell bekommen. Was noch dazu zu sagen ist, auf den Batterien, das wusste ich vorher auch nicht, ist Pfand. Das heißt, wenn ihr die beim Laden einfach gegen die alte austauscht, ist natürlich alles gut. Wenn man die Batterie online kauft, heißt es dann natürlich, dass man bei dem Online-Händler den Pfand mitbezahlt und dann muss man die alte Batterie, die man hat, kann man zum Beispiel beim Umweltmobil oder so abgeben, kriegt dann da seinen Pfand zurück oder man kriegt dann eine Bescheinigung, dass man die abgegeben hat, schickt die dann bei dem Online-Händler wie Autobatterien billiger ein und dann kriegt man seinen Pfand zurück. Autobatterien billiger hat nämlich auch so einen coolen Batteriefinder. Ich blende euch das hier vielleicht mal ein. Da muss man einfach nur auf der einen Seite seine Daten eingeben, also welches Auto man hat. Und dann sucht er einem automatisch alle Batterien raus, die da reinpassen. Also erstens mal die Größe, weil die Batterie muss ja in diesen Schacht im Auto reinpassen. Und dann aber auch die Kapazität, weil die sollte ja auch nicht viel zu klein sein für das Auto, was man braucht. Also das ist ziemlich praktisch. Verlinken wir euch auch mal um. So, das war's auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann abonniert gerne unseren Kanal. Und bis zum nächsten Mal.